Hallo Leute, jetzt geht's um The Walking Dead, Staffel 7, Episode 4 mit dem Titel Service. Spoilerwarnung an alle, die die Folge noch nicht gesehen haben. Und wie immer der Anfangshinweis, heute Abend um 22 Uhr gibt es wieder mal einen Livestream, in dem ich mich mit Gästen über die Folge unterhalten werde. Ich weiß, ich habe in der letzten Woche keine Preview dazu hochgeladen, keine Spoiler-Video und nichts anderes. Und dementsprechend habe ich mich auch sehr, sehr wenig mit dieser Folge beschäftigt. Deswegen versuche ich dieses erste Video jetzt auch ein bisschen kürzer zu halten, weil ich zeitlich gebunden bin. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video machen, wo ich ausführlicher darüber sprechen werde. Beziehungsweise wir haben dann heute Abend natürlich im Livestream mehr die Gelegenheit, auf alles Mögliche einzugehen. Los geht die Folge mit Negan. Er besucht die Alexandria Safe Zone. Bedeutet der Besuch, auf den eigentlich alle schon warten und das seit der ersten Folge. Beziehungsweise seit der ersten Folge warten alle darauf, wie geht es den Leuten in Alexandria? Was machen die eigentlich jetzt die ganze Woche über und was passiert da und verstehen die Leute das überhaupt? Genau diese Fragen wurden heute beantwortet und für mich finde ich es eigentlich ziemlich schlimm, dass da gefühlt nichts gemacht wurde. Wir haben Rick und Michonne, die anfangs irgendwie gar nicht miteinander geredet haben. Sie schleicht sich fast schon aus dem Haus und obwohl er sie dann gesehen hat oder sie sich gesehen haben, geht sie raus. Sie geht erstmal wirklich mit diesem Scharfschützengewehr raus, ein bisschen trainieren, ein bisschen Schießen üben, weil sie scheinbar auch gegen Negan kämpfen möchte. Und in dieser Folge wurde vor allem ein kleiner Fokus für mich auf die beiden Frauen gelegt, sie und Rosita. Die beiden drehen am meisten durch, finde ich. Generell sind gerade die Frauen alle am Durchdrehen. Sascha ist schon seit letzter Staffel, vorletzter Staffel, seit sie ihren Bruder verloren hat, ist natürlich total vorbei. Und dann haben wir, okay, Maggie, verständlich, die ist auch stinksauer, die wurde zwar nicht gezeigt, aber die beiden sind wirklich völlig hin und weg. Und dann jetzt noch Michonne und Rosita, wo soll das nur hinführen? Wir haben in dieser Folge endlich Negan, der anklopft, little pig, let me in. Und das ist wirklich ein Zitat aus den Comics übernommen. An dieser Stelle sage ich nochmal, ich werde nicht vor den Comics-Spoilern warnen. Ich rede einfach darüber, was ich weiß und wenn es da Tote gibt, rede ich darüber. Also bitte nicht ärgern, ich habe euch jetzt hiermit gewarnt. Und er besucht die Leute und dann Spencer am Eingang sagt, who are you? Und ich dachte so, Alter, spinnst du? Ich meine, alle warten darauf. Seht ihr, und das ist so ein Thema, hat Rick und seine Leute, haben die da nichts erzählt? Das kann ja auch nicht sein. Die wissen noch ganz genau, was da passiert. Und was ist jetzt mit Spencer los, da ihn so zu provozieren am Eingang? Negan macht es ja nicht umsonst, so einen Eindruck, so einen wirklich Ersteindruck hinzulegen, der einfach die Leute umhaut, der sie wirklich den Respekt einflößt oder auch Angst einflößt, scheißegal, Hauptsache die Leute begehren nicht mehr auf und dann kommt Spencer mit so einem dummen Satz, oh, böser Start für den Anfang und jetzt komme ich nämlich auf diesen Comic-Spoiler zu sprechen, von dem ich gerade redete und zwar haben jetzt viele im Vorfeld Angst gehabt, mit denen ich geredet habe, die meinten, okay, Spencer könnte sterben, weil er das nämlich im Comic tut und diese Folge hat das schon mehrmals angeteased, also so wirklich immer Hinweise darauf gegeben, es sah zweimal so aus, als würde Spencer gleich dran glauben müssen, das war einmal am Anfang, in dieser Folge und gleichzeitig nochmal später, nachdem er und Rick sich dort nochmal unterhalten haben über die gestohlenen Waffen und die Güter. Eieiei, Spencer erlaubt sich hier echt Sachen und damit ist der Charakter für mich ehrlich gesagt auch unten durch und den mochte ich jetzt auch nicht so sonderlich. Dann haben wir aber auf jeden Fall noch Rosita, die hier immer wieder aufbegehrt, die hier wirklich für Probleme bereitet und die beiden wollten erst raus ein bisschen jagen gehen, dann mussten sie raus Daryls Bike holen, das genau dort abgelegt wurde, wo später dann beziehungsweise jetzt in der Vergangenheit natürlich dann Denise gestorben ist, wo Eugene Dwight in die Eier gebissen hat und genau dort lag das Bike noch. Die beiden haben das jetzt geholt und wiedergebracht, aber natürlich konnte Rosita nicht umhin, sich nochmal eine Waffe zu organisieren, denn sie möchte kämpfen. Und ich denke, genau darauf zielte diese Folge ab, uns zu zeigen, wie die Verfassung von den Leuten in Alexandria ist. Wir haben einen Rick, der nicht nur sich selbst, also nicht nur alle anderen, sondern vor allem sich selbst versucht davon zu überzeugen, zu sagen, das ist erstmal unsere Lebensweise. Viele meinten zu mir, Rick ist gebrochen, der ist am Ende und auch diese Folge hat versucht, uns das weiß zu machen. Aber ich bin nicht überzeugt, ich war nicht überzeugt und ich bin es immer noch nicht. Und manche meinten auch zu mir, Rick soll ersetzt werden als Anführer, es gibt einen neuen, weil der wirklich so am Ende ist und der kann das nicht mehr. Ich sage nein. Ich widerspreche diesen Ideen. Ich sage, Rick ist der Anführer und Rick bleibt der Anführer und Rick hat nicht aufgegeben. Ja, in dieser Folge war alles ein absoluter Hinweis darauf. Ich weiß und ich erkläre auch gleich warum. Er versucht, Carl zu beruhigen nach seinem Ausraster. Er geht am Ende zu Michonne, um ihr die Waffe abzunehmen und sie Negan zu überreichen, weil er einfach überzeugt davon ist, es gibt nur mehr Probleme, wenn wir jetzt irgendwas Falsches tun. Und alles, was er tun muss, um langfristig zu überleben, um langfristig vielleicht nochmal gegen Negan zu kämpfen, das braucht Planung. Ich meine, alles, was er tun könnte, ist eine Mischung aus Planung und Glück. Je mehr aber voraus geplant ist, umso weniger Glück braucht er. Bedeutet, erstmal wird alles mitgespielt und erstmal muss man jeden beruhigen. Man hat gesehen, die Blicke der Leute in Alexandria, die nicht in der ersten Folge dabei gewesen sind,
die sind auf Wut, die sind auf Kampf, die sehen das nicht ein, die verstehen das nicht. Wir haben Spencer, der sauer ist. Wir haben Aarons Freund, dessen Namen ich mir nicht merken kann, der dort aufsteht und fragt, Alter, wie soll es dann weitergehen? Wir haben den Freund von Heath, der dort überlebt hat und in der Kirche mehrmals gesehen wurde, der dann auch wirklich einfach nur böse guckt und alles nicht einsieht. Und die Leute wollen das nicht akzeptieren, was Rick ihnen hier verkauft. Und Rick ist trotzdem so die ganze Zeit, Leute, beruhigt euch, wir tun hier gar nichts. Wir machen alles, was er sagt. Negan hat hier das Sagen. Und ich finde es gut, dass er das macht und finde es auch wichtig, dass die Folge das Ganze so suggeriert. Aber dann bitte denkt nochmal an die Blicke zwischen ihm und Daryl. Er hat versucht, Daryl hier in Alexandria bleiben zu lassen. Hat nicht funktioniert. Daryl wurde generell nur mitgebracht, um noch mehr in Ricks offenen Wund nochmal ein bisschen rumzubohren und ja, alle zu brechen, alle fertig zu machen an dieser Stelle. Das ist so Negans Art einfach. Dann haben wir aber auf jeden Fall eben, geht's weiter mit diesen Blicken zwischen den beiden. Man hat es gesehen, ganz kurz war er drauf und dran, Negan den Kopf einzuschlagen mit Lucille und trotzdem hat er es nicht getan. Er versucht, Daryl das Leben zu retten und er versucht zu kämpfen und diese Nahaufnahme seiner Augen hat mir dann nochmal gezeigt, er hat nicht aufgegeben, er macht weiter, er ist nicht am Ende. Er muss sich nur diesen neuen Umständen erstmal anpassen und das müssen sie alle tun, denn jedes Fehlverhalten verringert ihre Chancen langfristig irgendwie noch zu überstehen und weiterzumachen. Karl, der dann völlig ausrastet, war eine der Szenen, die mir mit am meisten gefallen hat, dass er hier so wütend gewesen ist und generell finde ich es ein bisschen ärgerlich, dass es nur so ganz kurz war. Wir hatten nur diesen Moment mit der Medizin, wo er dann Negan bedroht, wo er so weit geht. Ich dachte, spinnst du völlig? Denn für diejenigen, die das halt auch nicht wissen, in den Comics haben Negan und Karl eine, ich nenne es mal eine spezielle Art von Beziehung, wo er dann, wo Karl eigentlich Negan umbringen will und dieser Satz, wo er meinte, ihr alle solltet nach Hause gehen und ne, wo ihm dann gedroht hat, ist auch aus den Comics übernommen. Aber generell nimmt Negan Karl so ein bisschen unter seine Fittiche. Und die Frage ist halt, ob das hier in der Serie auch gemacht wird, denn im Augenblick sieht das für mich so aus, als würden sie das Ganze eher auf Daryl übertragen, der ja in den Comics gar nicht existiert. Von daher müssen wir da so ein bisschen gespannt sein. Auf jeden Fall ist aber in Karl noch viel, viel Wut und Rick hat da noch eine Menge Erziehungsarbeit vor sich. Und wo ich schon mal bei dem ersten Kind von Rick bin, komme ich ganz kurz, bevor ich es dann vergesse, am Ende auf das zweite Kind zu sprechen. Judith und ihr Vater Shane wurden erwähnt? What? Ich meine, das Ganze war so ein ewiges Mysterium in der ganzen Fanbase, wo alle gedacht haben, so okay, ja, hey, das Kind könnte auch von Shane sein. Und das ist allen klar, natürlich. Shane und Laurie hatten sowas wie eine Beziehung. Auf jeden Fall hatten die beiden Sex. Und die Frage ist eben für alle gewesen, so okay, ist Judith nun das Kind von Rick oder von Shane? Und man denkt sich eigentlich so die ganze Zeit, das wird dann irgendwann mal beantwortet, wahrscheinlich außerhalb der Serie, wo man dann die Producer fragen kann, und was sagt ihr denn eigentlich, von wem ist Judith nun? Und dann wird diese Frage vielleicht mal beantwortet. Nein, aber jetzt, wo man es in dieser Folge angesprochen hat, kann ich mir vorstellen, dass viele davon überzeugt sind. Und jetzt meine Frage an euch, glaubt ihr wirklich, Judith ist von Shane oder doch eher die Tochter von Rick? Was denkt ihr? Ich weiß nicht, vielleicht wird das ja nochmal aufgegriffen, vielleicht kommt es irgendwann nochmal zu so einer Art von Vaterschaftstest. Wer weiß, wo die Serie da noch hinführt. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Und ich mag die Idee nicht, dass das Kind von Shane sein könnte. Aber das Ganze war so eine Metapher für dieses Akzeptieren der Situation. Er hat es hingenommen, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach eben dass die Tochter von Shane ist. Aber er nimmt sie als seine eigene auf. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bildnis von der Situation gerade, der sie alle ausgesetzt sind. Eine Scheißsituation, die sie alle akzeptieren müssen, um zu überleben, um gemeinsam zu überleben, um das Leben der anderen zu sichern. Und er kümmert sich um seine Tochter, beziehungsweise die Tochter von Shane, die er behandelt wie seine eigene. Und genau so müssen sie alle zusammenstehen, zusammenhalten, wie eine große Familie. Und sie müssen wirklich miteinander klarkommen und dann auch mit anderen, um vielleicht irgendwann nicht nur diese Situation komplett zu überleben, sondern eben irgendwann gegen Negan zu bestehen. Und das ist das große Ziel. Doch Negan, natürlich arschig wie er ist, nimmt alles, was er so gerne hat und er zögert da gar nicht lang. Die Medizin, alles weg. Warum? Medizin ist wirklich eines der teuersten Güter, da sie nicht mehr hergestellt wird, sondern maximal Heilkräuter, falls sich damit einer mal auskennt. Aber sowas haben wir, glaube ich, nie wirklich zu sehen bekommen. Nein, wir haben richtige Medizin, die hier geklaut wird, die mitgenommen wird. Dann haben sie die Matratzen mitgenommen, aber am Ende der Folge verbrannt. Und man fragt sich als Zuschauer, what? Ganz einfach, sie versuchen die Lebensqualität dieser Menschen nochmal wirklich zu verringern. Sie versuchen sie fertig zu machen. Ich weiß nicht, ob man darauf abzielte, dass dann die Matratzen gefunden werden oder ob man einfach die nächstbeste Stelle genommen hat, um die Dinge abzuwerfen, ist mir auch egal. Aber dass Michonne das gesehen hat und wie sie dann geweint hat, das zeigt nochmal, dass auch die Leute in Teilen gebrochen sind, in Teilen am Ende sind und trotzdem wirklich kämpfen wollen und
das war spätestens natürlich so ein Stichwort, als Rosita am Ende der Folge sich dann an Eugene gewendet hat und gesagt hat, hey, mach mir Munition, ich brauche welche. Sie hat eine Waffe und von mehr weiß ich gerade nicht. Michons Schwert zähle ich jetzt mal nicht so richtig mit dazu. Das ist ineffektiv gegen Menschen mit Waffen. Und ja, es wurde die Hilltop-Kolonie erwähnt. Ja, aber auch die haben keine Waffen mehr außer deren Speere. Vielleicht noch Bögen, falls sie sowas gemacht haben. Haben wir nur nicht gesehen. Aber eher so einfache Waffen anstatt wirkliche Handfeuerwaffen. Und das heißt natürlich, das reicht nicht. Und dann wiederum weiß noch keiner in Alexandria von dem Kingdom und von König Ezekiel und seinem super starken Tiger, der wahrscheinlich auch nichts bringt. Aber man braucht halt die Munition und die Waffen von denen. Und man muss sich die zusammenschließen, um irgendwann zu bestehen. Wo das alles hinführt, bleibt abzuwarten. Wir hatten eine höllische Rede von Rick, wie er da natürlich in der Kirche steht und auch da nochmal versucht, alle zu überzeugen. Negan is in charge. Negan hat jetzt das Sagen und man muss sich ihm hier vollends unterwerfen. Insgesamt wurde in dieser Folge sehr, sehr viel geplaudert. Es ist nicht so viel Spannung entstanden. Die Szenen natürlich, wo es dann um Olivia ging, wo dann ihr Leben auf Messerschneide stand, waren ein bisschen heftig. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass man dann wirklich per Zufall beim Suchen, ich meine, es war wirklich völlig lächerlicher Zufall, wie Rick dann das Versteck gefunden hat und dann da drin natürlich auch die Waffen. Wow. Dass generell natürlich das Inventar nie korrigiert wird, wenn man merkt, okay, da fehlen zwei Waffen, hat sich scheinbar nie wieder nachgeschaut oder so, ich weiß es nicht, denn die Waffen lagen dort wohl laut Spencer schon länger. Aber insgesamt hatten wir so ein paar spannende Momente. Für mich waren die besten natürlich Karls Wutausbruch und eben Ricks Gespräch über Shane, sag ich mal, das war wirklich einer der Höhepunkte. Und ansonsten diese Schlussauseinandersetzung zwischen ihm und Negan, wo die beiden dann nochmal, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, wo es einfach nur so knistert zwischen den beiden. Nur ist es eben keine Liebesbeziehung, aber die beiden stehen sich echt immer wieder so nah aneinander, wenn es dann heißt, okay, man redet über irgendwas. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Das ist irgendwie seltsam. Auf jeden Fall, trotzdem bleibt das spannend, das bleibt abzuwarten. Nächste Woche geht es dann um die Hilltop-Kolonie. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe jetzt dieses Video gerade sehr, sehr einfach aufgenommen und meine einfachen Gedanken so ein bisschen rausplatzen lassen. Ich werde mir definitiv die Zeit nehmen, nochmal die ganze Folge ausführlicher zu analysieren und ausführlicher anzusprechen. Heute Abend, wie gesagt, dann im Livestream 22 Uhr hier auf Serienheld. Könnt ihr gerne einschalten, könnt ihr gerne nochmal euren Senf mit dazugeben oder schreibt es eben hier unten in die Kommentare. Aber lasst auf jeden Fall wie immer einen Daumen nach oben da und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder im nächsten Video ein, wenn es dann wieder um Walking Dead geht oder vielleicht auch mal wieder um was anderes. Mal sehen, was sich so anbietet. Wem es gefällt, abonniert den Held. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann.